Ist es eine Map, ist es eine Kampagne oder ist es ein komplettes Spiel im Spiel? Kommt mit, ich zeig's euch in diesem Video. Und damit hallo und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen kleinen LS22-Map-Vorstellung der etwas anderen Art. Denn wir schauen uns heute einmal das Projekt Rebel Moon an, das per se erstmal als Map gilt, aber natürlich viel, viel mehr ist. Aber vorher möchte ich dir noch sagen, auch wenn du mit dieser ganzen Rebel Moon-Thematik gar nichts anfangen kannst oder vielleicht auch gar nicht weißt, was das überhaupt ist, trotzdem dieses Video zu schauen, denn das verbirgt eine neue Spieltechnik, die auch für dich absolut etwas sein kann. Denn wie ich schon erwähnt habe, ist die ganze Sache viel, viel mehr als eine Karte. Es ist ein komplett neues Spielsystem, was in den LS integriert wird. Und bevor wir uns das Ding jetzt mal ganz genau anschauen und ich dir erkläre, wie das funktioniert und warum das auch für dich was sein könnte, mal ein ganz kurzer Exkurs, warum es den ganzen Spaß überhaupt gibt. Rebel Moon ist ein Film, der auf Netflix läuft oder von Netflix besser gesagt produziert wurde, ist so ein Sci-Fi-Fantasy-Mashup und ja, wenn man mich fragt, würde ich sagen, es ist halt so ein bisschen, ja, das Star Wars von Netflix, das ist auch für mehr Filmreihen ausgelegt. 2023 kam da der erste Film und ich glaube Mitte April soll da der zweite Teil der Reihe kommen. Ich habe Teile von dem ersten Film gesehen, habe es aber nicht ganz zu Ende geschaut, weil ich ganz ehrlich sagen muss, es ist per se nichts für mich. Ich finde es nicht sehr gut und auch viele andere Menschen müssen das so gesehen haben. Denn nach dem ersten großen Hype kam dann auch ziemlich schnell die Ernüchterung und das Ding wurde in der Kritik ja ganz schön zerrissen. Und damit der bevorstehende zweite Film einfach mal so einen kleinen Push-Up bekommt und dass dafür mal so ein bisschen die Werbetrommel gerührt wird, hat sich Netflix Folgendes überlegt. Die haben keine geringeren als Creative Mesh beauftragt. Das sind die Menschen, die unter anderem das Emergency Pack gemacht haben, das Straw Harvest Add-on. Also wirklich das Besten der Besten. Und haben denen jedenfalls gesagt, baut mal diese Rebel Moon Welt nach und entwickelt da einfach ein Szenario, in dem die Geschichte von Rebel Moon einfach selbst im LS nachgespielt werden kann. Denn im Prinzip geht es in Rebel Moon darum, dass ein Rebellenvolk auf einem fantastischen Planeten lebt und ja, da Getreide anbaut, um das für ihre Unterdrücker zu produzieren. Man muss mal ganz ehrlich sagen, das Szenario ist ja fast ein bisschen wie dafür gemacht, um im LS umgesetzt zu werden. Darum wurde dann da auch ein relativ großes Twitch-Event ins Leben gerufen, was dann vor ein paar Wochen war. Das ist ehrlich gesagt auch vollkommen an mir vorbeigegangen, weil ich aber auch nicht so krass auf Twitch unterwegs bin und auch einen Großteil der da involvierten Streamer gar nicht kennen. Was für uns aber auf jeden Fall bleibt, ist jetzt diese tolle Event-Map und was ihr da jetzt genau drauf anstellen könnt und wie das ganze Ding funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und wenn ihr dann einmal im Spiel seid, sieht das ganze Ding so aus. Wenn der eine oder andere von euch doch den Film eventuell kennt, seht ihr, dass es echt sehr, sehr detailgetreu nachgebaut ist, die Welt. Das ist quasi dieses Dorf, wo ein Großteil dieses Films spielt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, auch gar kein Problem. Um bloß mal kurz optisch ein bisschen darauf einzugehen. Ihr habt also hier dieses Dorf in dieser Hügellandschaft. Habt da hinten so einen tollen, ich nenne es jetzt einfach mal so Jupitermond, der auch öfters am Tag aufgeht und wieder untergeht und wieder aufgeht. Ihr habt ein komplett überarbeitetes HUD. Seht ihr quasi oben rechts in der Ecke, unten links. Kommen wir gleich drauf noch ein bisschen genauer zu sprechen. Ihr habt hier diese tolle Brücke. Habt hier quasi euer Silo, ja, mit so Symbolen, die natürlich auch angepasst sind. Und habt, wenn ihr einmal über die Brücke geht, hier ein Feld. Was passiert jetzt oder was ist hier so speziell dran? Ihr könnt ins Menü gehen,
Ihr seht auch, dass ihr hier diese ganzen Fahrzeuge zur Verfügung habt, aber ihr könnt das nicht kaufen. Ihr könnt euch jetzt nicht einfach einen Traktor kaufen und hier loslegen und das Feld abmähen. Ihr bekommt Aufgaben in dieser Welt, in diesem Szenario. Und das passiert einfach immer zu vorgeschriebenen Zeiten. Wie gesagt, ihr seht jetzt im HUD oben die Zeit normal. Ihr seht das Wetter, das hat hier auch Einflüsse. Ihr seht links unten über der Minimap ja euren Kornspeicher. Und das ist also das, was ihr hier zu der Karte, zu dem Overlay erstmal wissen müsst. Wenn wir jetzt ein bisschen die Zeit vorspulen, was ich mal für euch mache, sehen wir jetzt, das funktioniert ganz normal mit 7 und 8. Wird um 12, glaube ich, das erste Event kommen. Da kommt dann der Trailer zu dem Film und danach bekommen wir unsere erste Aufgabe. Ich werde das dann gleich mal überspringen, zumindest im Trailer, weil wir sonst hier bestimmt Ärger bekommen. So, wenn wir die Zeit jetzt ein kleines bisschen weiterlaufen lassen, werdet ihr sehen, was hier passiert oder was hier dieses Spiel auszeichnet. Ihr bekommt Aufgaben. Das ist also hier dieser böse Admiral Nobbles, der böse Mann. Und der möchte von uns, dass wir ihm unsere Ernte geben. Ja? Wenn wir unsere Ernte einkassieren, das heißt, wir müssen das ganze Feld absensen und in den Kornspeicher bringen, dass er unser Dorf nicht vernichtet. Das ist so, ja, das Grobe und Ganze. Ihr seht also auch, es gibt auch andere Szenarien, wie zum Beispiel hier die Regenwarnung. Weil wenn es anfängt zu regnen, können wir nicht ernten. Und wie eben schon erwähnt, das einzige Werkzeug, was wir zur Verfügung haben, sind Sensen. Die findet ihr auf der Karte. Das sind immer diese weißen Pöppel hier, ja. Das heißt, das bietet sich natürlich auch super an, im Multiplayer zu spielen. Wir holen jetzt mal so eine Sense. So eine Sense sieht so aus und ist im Prinzip ein Fahrzeug. Da steigt ihr mit E ein. Dann haben wir das ganze Ding jetzt schon mal in der Hand hier. Und da hängt es ab und zu mal ein kleines bisschen auch, es sei an dieser Stelle gesagt, dieser Überladetrigger, der es ja im Endeffekt ist, zum Kornspeicher. Der hängt auch ab und zu mal ein kleines bisschen. Da müsst ihr ein bisschen rumfummeln. So, dann sind wir hier unten und können mit B im Prinzip einmal die Sense starten. Und dann, senst der Mensch hier los. Wir können auch, das ist automatisch eingebaut, mit C in Third Person gehen. Wer das lustiger findet, könnt dann von außen eure Figur beim Sensen zuschauen. So, das heißt, was passiert jetzt? Wir sensen hier ein bisschen rum und irgendwann, wenn wir genug weggesenst haben, kommt dann so ein kleines Stroh- bzw. Getreidebündel, was wir hoffentlich gleich irgendwann geschafft haben sollen. Ihr seht also, um das ganze Feld abzuernten, so, da hat man das jetzt zum Beispiel mal, können wir wieder aussteigen, um das ganze Feld hier abzuernten, braucht es doch einiges an Zeit bzw. an Arbeitszeit, sprich Manpower. Deswegen bietet sich natürlich das ganze Ding an, im Multiplayer mit Freunden zu spielen. Bekommt er die Aufgaben schneller gelöst. So, dann haben wir hier einmal den Kornspeicher. Wie gesagt, der hängt ab und zu manchmal ein bisschen. So, jetzt hat er es genommen. Und ihr seht zum Beispiel links unten, dass ich da gerade nichts getan habe. Das ist sehr gut. Dann machen wir den ganzen Spaß nochmal. Ich habe mir ein neues Getreidebündel. Ich will mal Strohbündel sagen, aber es ist ja im Prinzip Getreide. So, das hat jetzt funktioniert. Ihr seht, links unten in dieser Anzeige haben wir jetzt 75. Wenn ihr dann das immer weitermacht und euer Lager füllt, bekommt, schreitet dann das Szenario weiter von weg. Und ihr bekommt Belohnungen. Ihr bekommt, das Szenario entwickelt sich weiter, sagen wir es mal so. Euch werden verschiedene, es passieren einfach verschiedene Events. Es ist jetzt nicht so, dass ihr sagen könnt, jetzt haben wir halt, sensen wir halt hier stundenlang einfach das Feld ab, tragen das Getreide da rein und, das ist im Prinzip das ganze Spiel. So ist es nicht. Das ist noch eine ganze Ecke komplexer. Wie gesagt, ich will euch da jetzt auch nicht alles verraten, weil das auch so ein bisschen den Spielspaß natürlich ausmacht. Es sei mal so gesagt, es gibt natürlich Wettereinflüsse, es gibt Sandstürme, ihr könnt andere Gerätschaften bekommen, euch werden immer wieder Steine in den Weg gelegt, dass ihr
wirklich teilweise auch zu kämpfen habt, die Aufgaben zu schaffen. Und ja, es ist einfach eine Sache, die ich ziemlich, ziemlich cool finde. Und da muss man kein Fan von Rebel Moon sein, da muss man kein Fan von Sci-Fi oder Fantasy sein, weil im Endeffekt, sage ich mal so, es ist ein Spiel entstanden oder ein Szenario entstanden, eine Kampagne entstanden im LS, wo ihr halt mit Handwerkszeug, wie in den guten alten Zeiten, mit Sense ein Feld bearbeiten müsst. Und das ist eine Spielmechanik, die so in dem Ausmaß noch nicht im LS gehabt. Ich weiß, es gibt so ein paar Sensenmods und Schieß mich tot und auch Handarbeitsmaschinen. Aber wenn man sich jetzt mal diesen komischen Admiral von diesem anderen Stern da wegdenkt und sagt, wir ersetzen das mal durch irgendeinen König, Kaiser, Landlord, was weiß ich, und wir sind hier die arme Bevölkerung, die halt Abgaben zu zahlen hat, baut mal noch ein paar Schafe mit ein, die ihr ja, schlachten könnt oder sowas händisch, Kühe, die ihr melken könnt, bei einzelnen, oder ein paar Gänse, die ihr rupfen könnt händisch. Da lässt sich da zum Beispiel eine super coole mittelalterliche oder feudales Szenario nachspielen. Und das ist so eine Sache, wo ich einfach hoffe, dass das irgendwie im neuen LS-Teil dann auch so ein bisschen mit integriert ist, denn dass es geht und dass es super viel Spaß machen kann. Vor allem für Leute, die dann auf dem Multiplayer-Bereich tätig sind, ist es wahnsinnig cool. Ich habe es schon gezockt. Wir werden das auch nochmal im Stream hier ein bisschen zocken, im Multiplayer. Und das ist eine Sache, wo ich mich sehr drauf freue. Und ich denke, das ist ziemlich cool, wenn man das Szenario jetzt einfach sich mal so anguckt. Gebäude und sowas. Es ist ja alles machbar. Mal gut, den Jupiter-Mond da hinten müsste man dann vielleicht weglassen. Aber es ist eine Sache, die funktioniert und die gut funktioniert. Und es braucht eigentlich nicht viel dazu. Es braucht ein paar kreative Köpfe, die das umsetzen. Und dann kann man hier im LS eigentlich wahnsinnig viele coole Sachen machen. Also, wenn ihr auf sowas Bock habt, dann lasst es mich doch immer gerne in den Kommentaren wissen. Ich verzichte jetzt mal drauf, hier irgendeine Wertung für die Map abzugeben, weil es für mich einfach viel, viel mehr ist als eine Map oder die Map sogar fast ein bisschen im Hintergrund steht, sondern eher diese ganze Spielmechanik, die es mitbringt. Mich würde mal sehr interessieren, was ihr davon haltet. Mich würde mal sehr interessieren, ob ihr auch vielleicht so an so Szenarien, jetzt mal ohne dieses Fantasy und Science Fiction habt, wo man sagt, man hat so eine feudale, mittelalterliches Setting, wo man halt viel mit Handarbeit machen muss. Wie zum Beispiel jetzt so ein Feld mit einer Sense abzuernten. Ja, ob ihr da Bock drauf habt. Das würde mich mal sehr, sehr interessieren. Ansonsten, wie gesagt, schaut euch das Ding unbedingt mal an. Holt euch ein paar Leute ran, mit denen ihr an sowas Spaß haben könnt, und dann macht das echt wahnsinnig viel Fun. Ich bin von sowas echt immer sehr begeistert, weil das einfach mal eine komplett andere Spielmechanik ist im LS und das eine Sache ist, die ich mir schon lange gewünscht habe und wo ich auch weiß, dass viele, viele von euch da draußen Spaß dran haben. Dann ja, soll es mal gewesen sein. Bleibt uns gewogen, holt euch das Ding, testet's aus und ja, alles Gute. Macht's gut. Ciao.